Carlo Ancelotti, meine lieben Freunde, wird zurückwechseln zu Real Madrid. Das zumindest berichtet die spanische Marca. Ich hoffe, das stimmt. Ja, und aber häufen sich gerade die Medienberichte, dass in den nächsten Stunden es verkündet wird, auch dann offiziell. Sieht aktuell so aus, dass Real Madrid hat verhandelt mit Everton und sie werden ihn holen können. Er war schon 2013 bis 2015 bei Real Madrid, damals war schon Ronaldo da und unter anderem 2014 holte er die Champions League mit Real Madrid, also war relativ erfolgreich. Bei Everton, ja, geht so, wurde er, so einen Mittelfeldplatz mit Everton hat er erreicht und ja, dementsprechend wird man es wahrscheinlich auch da verschmerzen können, dass er quasi geht. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also ich bin per se eigentlich nicht so der allergrößte Fan von Rückkehraktionen oder Rückholaktionen. Ich finde, in seltensten Fällen wird es besser als beim ersten Mal. Siehe zum Beispiel Luka Jovic bei Eintracht Frankfurt oder siehe zum Beispiel Zidane bei seiner zweiten Amtszeit. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, sowas. Aber gut, wenn Real Madrid meint, mit Ancelotti den richtigen zu haben, okay. Allegri ist ja auch schon weg vom Markt. Bei Pochettino weiß man nicht so ganz, wie es sich entwickelt. Conte war ja noch in der Verlosung. Den hätte ich mir eher vorstellen können bei Real Madrid. Aber naja, es ist Ancelotti geworden. Ich bin mal gespannt. Also bei Bayern war er zum Beispiel nicht so erfolgreich. Musste ja dann noch gehen. Also ich bin gespannt, ob er es noch drauf hat, einen absoluten Top-Club zu führen, meine lieben Freunde. Was meint ihr denn? Eure Meinung zu Ancelotti und dieser Rückkehr in die Kommentare? Klickt in die Mitte, kommt ihr zu einem der letzten Videos. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.